Wenn wir derzeit die Auswertungen der Wissenschaft sehen, dann wird uns mit sehr großer Wahrscheinlichkeit im Herbst erneut eine Corona-Infektionswelle erreichen, zu der wir jetzt keine Vorsorge durch eine Erhöhung der Impfquote treffen können. Das ist sehr bedauerlich. Wir werden sehr wahrscheinlich über Änderungen des Infektionsschutzgesetzes erneut reden müssen, um letztendlich das Gesundheitssystem auch zu schützen, es aufrechtzuerhalten, dass es nicht wieder zu abgesagten Operationen kommt. Von daher, es war keine gute Entscheidung, die der Deutsche Bundestag heute getroffen hat. Und das ist etwas, was für den kommenden Herbst nicht gut ist.